Daniel heute gar keine Zeit mehr für mich hat, weil ich zu viel mit dem Daniel spreche, werde ich ihn heute komplett ignorieren. Okay. Und heute bist du der Star. Mein Kanal, mein Vlog. Du bist Bescheid. Ja. The Chicken Dude. Do you want to join the squad? The Tattoo Guy. Lotterie, die Verlosung findet statt. In welcher Gruppe der Fahrer fährt. Es gibt 4 Gruppen. In jeder Gruppe sind 5 Fahrer. Jeder zieht, greift in eine Tasche rein, da sind Bälle drin in verschiedenen Farben. Und jeder Fahrer wird aufgerufen, zieht einen Ball und schmeißt dann in die jeweilige Gruppe rein. Also keine Ahnung, was haben wir denn? Grün ist Gruppe 4, Rot ist Gruppe 3, Gelb ist Gruppe 2 und Blau ist Gruppe 1. What's up? Ist weder gut noch schlecht. Gleiche Werbung. Siehst du, die Mechaniker von Daniel Lamp sind heute nicht so gesprächig irgendwie. Wie denn? Magst du jemanden grüßen? Flo. Magst du jemanden grüßen? Timo. Aí, caras, aí um beijinho aí pra galera que segue aí o Lucas. Aí um abraço forte aí. Precisamos do vosso apoio, cara. Vamos lá. Warum so eine ernste Miene? Wenn wir das Ergebnis haben. Wir sind Lückenfüller. Zwischen die vorne und die hinten. Mhm. Das Schöne ist, wenn du so bist, das kann in beide Richtungen gehen. Nach vorne und nach hinten. Und darum fühlen wir uns eigentlich ganz wohl, so wie es gelaufen ist. Wie war gestern so die Stimmung? Ja, wenn man erster startet und zweiter endet, ist immer scheiße. Harry, was sagst du dazu? Ich? Ja. Ich glaube, dass es trotzdem gut wird, weil ich immer positiv denke. Hallo Mama.
Meine Mama heißt Gabriella. Okay. Wen hast du gegrüßt? Meine Mama. Ah, dann möchte ich noch meine Oma grüßen, die letztes Mal mit 89 Jahren noch ganz alleine nach Barcelona geflogen ist. Oma, Hut ab. Und dann meine ganze Familie halt. Schön, dass es euch gibt. Und dann möchte ich noch Gabriela grüßen, aber nicht Gabriela seine Mama, sondern Gabriela Delicoli, wo das erste Mal jetzt von Audi hier bei uns mit dabei ist. No, ist ja klar. Herr Zuber? Ja. Jetzt kommen. Nein. Mann, das ist eine geile Uhr. Nein, nur ganz kurz. Der macht keinen Spaß mehr. Wie magst du es einem Pressemann erklären, was technisch an seinem Auto ist? Du kannst nur erklären, heute ist die Sonne heiß. Wenn die Sonne heiß ist, wird der Kopf warm. Wenn der Kopf warm wird, hast du die Leistung nicht mehr. Und das ist das Gleiche wie in der Formel. Einfach. Was machen wir denn jetzt? Termine. Termine über Termine. Jetzt gehen wir einen Daniel suchen. Weil der hat jetzt in 15 Minuten das E-Race, wo die ganzen Rennfahrer am Rennsimulator gegeneinander fahren. Ich glaube sogar mit nur die Rennfahrer, oder? Ich weiß gar nicht, ob da noch irgendwelche Zuschauer dabei sind. Und danach ist die Autogrammstunde. Da ist er ja, da ist er ja! Und? Zufrieden? Hey, jetzt komm! Immer Luft nach oben. Wir sind ein bisschen zu langsam geflogen. Ja, was ist da los? Ist zu heiß, ne? Ist zu heiß. Jetzt zeig mal, was du hier kannst. Sag mal, du hast ja gestern hast du geskippt die Nummer hier. Ja, ist immer abwechselnd. Also bei deinem Namen stand am, auf dem Sitz. Genau. Ja, keine Ahnung. Plötzlich saß irgendjemand da. Deine Schwester Victor, ne? Raffi! Foto! Guck mal so ein bisschen, zieh so ein bisschen, genau. Super. Kann ich ein Foto mit dir? Natürlich! Hallo! Hallo! Ich grüße dich jetzt, ja? Jawohl! So, ich muss echt los. Ja. Lass mal hier. Moment, hast du noch einen? Danke. Okay. Hallo. Hallo. Wie geht's? Wink mal. Hallo. 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 Wollt ihr jemanden grüßen? Mama Lada und Papa André. Sehr gut. Das ist für beide. Das ist für die beiden. Achso, seid ihr Geschwister? Ja, ja. Nee. Was macht ihr jetzt hier noch so zum Schluss? Sehen und gesehen werden. Nein, ich meine mit dem Laptop. Betriebsgeheimnis. Was machst du danach noch so? Also muss jetzt nicht ins Detail gehen, aber halt so ein bisschen. Daniel, also herzlich willkommen auf dem Grid zum zweiten Mal in Berlin. Ja, danke schön. Beschreib mal diese Situation immer. Das ist ja mal ein Gewusel und so weiter. Ist das für dich entspannt? Ist das anstrengend? Ist das so in between? Erzähl mal. Ist eigentlich relativ entspannt. Ich meine, es ist sehr heiß heute, aber ich glaube, das geht allen so, auch den ganzen Menschen auf der Tribüne. Aber es ist immer schön, weil einfach viele Leute vorbeikommen, man ein bisschen quatschen kann. Und sogar dann hat man einfach so 10 Minuten vorher nochmal ein bisschen Ruhe. Da wird dann hier ein bisschen aufgeräumt, dann kann man in den Sitz gehen und dann in die Action lassen. Okay, beschreib mal kurz so einen normalen Sonntag eigentlich, wenn du jetzt kein Rennen hättest im Allgäu. Der Alm, oder wie sieht der aus? Ja, genau so. Also ich würde auf meinen Riesen, würde ich in den Berg hochreiten und dann in meinen Stall rein. Also kommt immer drauf an. Ich bin eigentlich schon jemand, der mich mag. Ich bin froh, wenn ich Rennen fahren darf.
Und wenn dein Wetter so ist wie heute und die Stimmung stimmt, dann macht es einfach doppelt Spaß. Also ich genieße es voll und ganz und freue mich auf das, was jetzt kommt. Perfekt. Also wir sind nicht ganz vorne. Ne? Also die Startlinie ist ein bisschen weiter. Was rechnest du dir heute noch aus? Naja, gestern bin ich ja von der gleichen Position losgefahren. Da ging es eigentlich am Anfang gut nach vorne. Dann hatte ich eigentlich das Gefühl, okay, heute könnte es noch weiter nach vorne gehen. Aber dann wurde es ein bisschen zäh. Gerade mit der Batterie und den Temperaturen hatten wir ein bisschen zu kämpfen. Und leider ist es heute wieder sehr heiß, beziehungsweise noch heißer. Also es wird nicht leicht, aber ich glaube, es gibt nur ein Ziel. Und das heißt, soweit es möglich ist, nach vorne zu fahren, weil wir uns ehrlicherweise schon ein bisschen schwer tun mit der Pace. Das sind zwei, drei Fahrzeuge für uns, die einfach aktuell ein bisschen schneller sind, aber man weiß nie, was bei der Formel 1 passiert und wir auf jeden Fall alles. Wir drücken euch fest die Daumen, dir, all deinen Fans, all the way up, ja? So schaut's aus. Vielen Dank, Daniel Abt hier auf dem Grid. Ja, auch kommentiert, dass du da mal richtig Gas gibst. Gesagt, das funktioniert, ey. Gut gemacht, Digga. Mein Herz blutet einfach trotzdem. Weil die Scheiben platzen. Du machst mich komplett wahnsinnig. So, Leute. Berlin E-Prix ist zu Ende. Es war sehr hart, muss man sagen. Ne, muss man ganz ehrlich sein. Zwei Tage, das merkt man schon jetzt. Ich bin jetzt auch echt froh, dass es vorbei ist. Es war heiß, es war geladen, es war toll, wirklich toll, weil auch ihr Fans einfach mega wart. Ne? Also es hat echt Spaß gemacht, deswegen als allererstes mal danke an euch, weil es war echt cool, wie viele von euch am Start waren.
Und ja, ich meine, am Ende, erster Tag, der war ein bisschen mit Schwierigkeiten geplagt. Ich glaube, sechster Platz ist jetzt nichts, wo man sich verstecken muss. Da hat man natürlich schon ein bisschen mehr ausgerechnet. Heute, zweiter Tag, verlief alles reibungslos. Hoppla, Viktor, bring dich nicht um. Verlief alles soweit reibungslos. Und jetzt am Ende, vierter Platz. Achtung, nochmal. Vierter Platz ist schon echt zufriedenstellend. Von acht losgefahren, hatten echt krasse Fights da draußen. Es hat wirklich Spaß gemacht. Natürlich wäre ich so gerne aufs Podium gefahren, also da will ich jetzt nicht lügen. Aber ja, wenn halt der Mann vorher ein Teamkollege ist, dann muss man auch ein bisschen anders rangehen an die Sache. Aber alles gut. Geiles Teamergebnis, schön Punkte geholt, viel Spaß gehabt. Und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Wir haben echt hardcore viel gefilmt für euch. Es war wirklich eine stressige Woche. Deswegen würde ich sagen, ich habe mir jetzt noch ein bisschen Urlaub verdient. Oder sage einfach für mich, gönne ich mir jetzt einfach. Ne? Ich fliege jetzt eine Woche in den Urlaub. Jetzt mal eine Woche ein bisschen abschalten. Es kann sein, dass mal 2, 3, 4 Tage kein Video kommt. Aber wir haben ja jetzt wirklich viel gemacht die letzten Tage und Wochen. Deswegen hoffe ich, das könnt ihr uns verzeihen. Es kommt aber noch ein Video nach dem. Nämlich, wir hatten so viele von euch am Start, die unfassbar uns supportet haben. Und wir haben euch allen die Möglichkeit gegeben, auch mal einfach was zu sagen. Deswegen ein Video kommt noch, so ein Dankeschön-Video mit nochmal ein bisschen Impressionen von all dem, was hier passiert ist. Da seid dann ihr, also alle, die hier waren und gesprochen haben, mit drin als kleines Dankeschön an euch. Und in diesem Sinne, ich muss jetzt duschen, ich stinke wie ein Iltis. Danke an euch, Leute. Peace out, lasst gerne ein Like da und tschüss. Ja, da kommt